Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die sogenannte Dropshot Montage bindet. Und das braucht ihr dafür. Einmal natürlich wie immer Fluorocarbon-Schnur als Vorfach. Ihr braucht natürlich einen Haken. Da könnt ihr irgendeinen Haken eurer Wahl nehmen. Ich habe jetzt hier so einen Offset Wide Gap Haken. Ein Dropshot-Blei, hier habe ich so ein Stabblei. Ich benutze beim Dropshotten gerne so eine Stabblei, weil die ein bisschen hängerfreier sind als zum Beispiel Kugelbleie. Und natürlich ein Köder, der kommt dann auf den Haken. Das ist jetzt hier der Lunca City Finesse Fish, 3,5 Inch. Ja, das war's erstmal. So, und jetzt führen wir das Ganze mal zusammen. Als allererstes habe ich mir mal ein Stück Fluorocarbon-Schnur abgeschnitten, so eine Vorfachlänge von einem Meter oder anderthalb. Und nehme jetzt meinen Haken und ziehe die Schnur einmal durchs Öhr. So, jetzt sieht das Ganze so aus, einmal durchgezogen. Und so soll das Ganze dann gleich aussehen und lasse jetzt zum Ende hin, also hier dieses Stück, da lasse ich mir so 40 bis 50 cm über. So, und jetzt knote ich den Haken mal fest. Das mache ich wie folgt. So, ich nehme mir hier das hintere Teil der Schnur, hier das Teil hier, und was ich jetzt mache, ich lege mir hinter die Hakenöse eine Schlaufe. Das Ganze so aus. Die Schlaufe kann auch gerne ein bisschen größer sein, weil da muss ich gleich den Haken durchziehen. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Die Schlaufe liegt hinter der Hakenöse. Und was ich jetzt mache, ist, ich ziehe den Haken ungefähr 6-mal durch diese eben gelegte Schlaufe durch. Das heißt, ich schnappe mir hier mit der linken Hand den Hakenschenkel und ziehe das Ganze jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal durch diese eben gelegte Schlaufe. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt feuchte ich das Ganze nochmal an. Also komplett die beiden Bereiche hier außen einmal anfeuchten. Und so, jetzt langsam zusammenziehen von beiden Seiten. Schön nochmal festdrücken hier. Und fertig ist der Dropshot-Knoten. Und das ist hier auch das gewünschte Ergebnis. Der Haken soll im 90-Grad-Winkel zur Schnur stehen. Das haben wir jetzt damit erreicht. Wenn ich das hier mal so hinlege, so soll das Ganze aussehen. So, sitzt perfekt. So, als nächstes müsst ihr sehen, der untere Sehnteil ist, ja, das ist der untere Teil. Und ans Ende, da hänge ich jetzt mein Blei ran. So, das funktioniert wie folgt. Das Dropshot-Blei hat ja hier so eine Verjüngung, so ein größeres Loch hier, und dann geht es nach oben hin, ja, zieht sich das Ganze zu, und da ziehe ich jetzt durch das größere Loch die Schnur. So, und ja, ziehe es jetzt nach vorne. So, jetzt ist das
Dropshot bleibt fest. Man kann jetzt hier noch so ein, man könnte jetzt hier noch so einen Konterknoten reinmachen. So, dass das Blei auch nicht abrutscht. So, jetzt sieht das Ganze, ich zoome mal raus, ein bisschen wie folgt aus. Hier haben wir den Knoten eben festgemacht. Dann geht hier der untere Teil entlang und ans Ende kommt das Dropshot-Blei. Jetzt kommt natürlich noch der Köder dran und das andere Ende hier, das verbindet ihr dann mit eurer Hauptschnur, ne? Oder mit eurem Karabiner. So, Köder drauf. So, dann sieht das Ganze am Ende so aus. Fertig ist die Dropshot-Montage. Und hier zeige ich euch auch noch mal zwei andere Möglichkeiten, den Köder auf den Haken zu ziehen. Wie führt man die Dropshot-Montage? Ich ziehe jetzt davon das Blei ein bisschen weiter hoch, dann ist das auch noch mit im Bild. So. Ja, die Führung geht wie folgt. Ihr schmeißt die Montage aus, lasst natürlich Montage zugrund sinken. So, stellt euch das so in einer seitlichen Perspektive vor. Hier unten ist der Grund, das Blei sinkt auf dem Grund. So, und der Köder schwebt hier quasi über dem Grund und mit leichten Zupfern in die Rute, also nicht doll. Das Blei sollte im besten Falle nicht unbedingt immer vom Grund abheben. Also wenn ihr, das ist ja auch der Vorteil einer Dropshot-Montage, wenn ihr einen Spot länger befischen wollt, es geht mit der Montage wunderbar, ihr schmeißt in diesen Spot rein, lasst den Köder und das Blei absinken und dann zupft ihr einfach nur leicht in das Blei rein, ohne dass das Blei wirklich vom Boden abhebt. Das heißt quasi, ihr zupft so. Ne? Immer so, so, so. Ihr seht ja jetzt schon im Trocknen, dass der Köder sich dann wunderbar bewegt, wenn ich hier oben in die Schnur reinzupfe. Und das Blei bietet dann so einen Konterwiderstand, sodass der Köder auch an einer Stelle bleibt. Und so macht ihr natürlich dann auch die Barsche verrückt. Ich sag's euch, Barsche und Zander gehen darauf ab. Wie nichts Gutes. So, natürlich hebt ihr das Blei ab, wenn ihr die Position ändern wollt oder ein bisschen weiter nach vorne ziehen wollt, wenn ihr da nichts an dem Spot, wo ihr gerade wart, nichts gefangen habt. Das heißt ja nicht, dass das Blei immer am Grund bleiben muss. Ne? Also natürlich könnt ihr es auch mal anheben. Variation ist alles beim Angeln. Ne? Man sollte nicht immer Schema F fahren, sondern ausprobieren. Beachtet zudem, dass die Dropshot-Fischerei nicht gut zum Streckemachen geeignet ist. Also das Fischsuchen sollte man mit einer anderen Methode machen. Man sollte also bei der Dropshot-Fischerei schon wissen, wo der Fisch steht bzw. wo er stehen könnte. Und genau diese Stelle klopft ihr dann Zentimeter für Zentimeter mit der Dropshot-Montage ab. So Leute, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, beziehungsweise ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert, wenn ihr irgendwelche Ideen habt und so weiter und so fort. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine Tightline am Wasser. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.